los! Der Weg war steinig, aber nun ist es geschafft. Bad Iburg hat seine Landesgartenschau. Schon am ersten Besuchertag strömten die Gruppen auf das Gelände bei herrlichem Sonnenschein und 25 Grad. Ich freue mich riesig, es fällt ein Steinbrocken vom Herzen. Einfach, es ist schön zu sehen, was alle Kollegen, alle die Bauarbeiter, alle Galabauer, die Stadt, der Landkreis geleistet haben. Und man sieht, wir werden belohnt mit wunderschönem Wetter. Rund 30 Hektar groß ist das Areal mit Themengärten und Blütenterrassen. Einen großen Anteil daran haben die Ehrenamtlichen. Zig Bad Iburger helfen und haben in den vergangenen Wochen und Monaten geholfen, dass dieses Mammutprojekt mit seinen vielen Angeboten gestemmt wird. Die Besucher heute sind begeistert. Wir haben jetzt als erstes sind wir auf dieser Brücke gewesen. Also das war schon mal ganz toll. Auch die Erklärung zu den einzelnen Bäumen und Tieren. Also ja, und auch von der ganzen Anlage, die Bepflanzung, verschiedene Hanglagen. Also doch, sind sehr zufrieden. Die Brücke, das ist der Baumwipfelpfad, das Highlight der Landesgartenschau. 32 Meter hoch und mehr als 400 Meter lang. Wer will, kann hier oben alles über die hiesige Flora und Fauna erfahren. Ich bin ja nicht schwindelfrei und ich kann hier trotzdem hergehen. Und bin nicht ganz so schweißgebadet. Nein, weil es einfach toll und beeindruckend ist, ehrlich. Der Kurwald ist ganz bewusst in das Konzept aufgenommen worden. Als Schattenspender und mit zahlreichen Attraktionen auf 14 Waldlichtungen. Dabei können die Besucher verschiedene Rundwege wählen, zwischen 5 und 10 Kilometern. Wir haben auch schon eine Dauerkarte gekauft. Und es freut uns unwahrscheinlich für Iburg, dass das so schön geworden ist, nach so vielen Schwierigkeiten, die sie am Anfang leider hatten. Als Kneipp-Kurort will Bad Iburg mit dem Kneipp-Erlebnispark am Fuße des Schlosses ganz bewusst Gesundheitsurlaube ansprechen. 500.000 Besucher brauchen die Macher der Landesgartenschau. Wird der Sommer so sensationell wie heute, stehen die Chancen dafür extrem gut. Ja.